Dramatische Szenen haben sich auch bei einer Pferdekutschenausfahrt in Baumgartenberg im Bezirk Perg ereignet. Nachdem eines von vier Pferden ausgerutscht war, nahm das Unheil seinen Lauf. Resultat: Einer der beiden Kutscher wurde schwer, zwei der acht Fahrgäste leicht verletzt. Es war eine unterhaltsame Kutschenfahrt, ähnlich dieser hier, welche zunächst problemlos verlief. Das dramatische Ende ereignete sich, als das Vierergespann hier in Steindl bei Baumgartenberg im Bezirk Perg zu einer Jausenstation einbiegen wollte. Wobei dann bei dem Einbiegevorgang das linke vordere Pferd ausrutschte und zu Sturz kam. Dadurch haben die anderen Pferde geschreit. Die Kutsche ist dann mit den Pferden da gegen ein Hinweisschild geprallt und ist umgefahren, dann weiter in den Zaun. Im Tumult löste sich die Befestigungsstange der vorderen Pferde von der Deichsel. Somit waren die zwei hinteren Pferde frei. Die sind dann durchgegangen, haben den Kutscher mit den Leinen und Zügeln von dem Kutschbock gezogen. Er ist zu Sturz gekommen auf dem Asphalt, hat schwere Verletzungen erlitten. Die Kutsche ist dann führerlos, denn Hang hinuntergerast, ist nach rechts, die Pferde sind dann nach rechts in ein Feld eingebogen. Die Kutsche stürzte um, die Pferde zogen diese aber noch 200 Meter weiter, bis sie stehen blieben. Das war eigentlich ein Auflauf von Menschen ungefähr mit 15 bis 20 Leuten, Chaos mit Kindern etc. Und natürlich waren halt die aufgeschreckten Pferde natürlich dann auf einer schwer verletzten Person im Bein gestanden und Hunde herumgestreunt etc. Also es war dann relativ schwierig, dass man die Lage erst einmal unter Kontrolle bringt. Der Kutscher wurde schwer verletzt, an der Kutsche entstand Totalschaden.